Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Bauprojekte. Ja, letzte Woche Sonntag ist unser kleiner Wintergarten fertig geworden. Und ich habe jetzt hier das Grundstück schon planiert, weil ich ja immer wirklich nur die Räume bauen wollte. Und leider habe ich, warum auch immer, diese Umfrage nicht mehr gefunden, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt aber aus dem Kopf nochmal die Zahlen dran geschrieben für die Reihenfolge. Und ich meine, auf Platz 2 dieser Abstimmung hätte sich befunden das Schlafzimmer nur mit Sachen aus dem Grundspiel. Was natürlich dann auch sehr den Leuten entgegenkommt, die eben keine Erweiterung haben, weil es ihnen vielleicht zu teuer ist oder sie gerade erst frisch angefangen haben und so weiter und so fort. Und für mich ist das auch mal eine Herausforderung. Tatsächlich freue ich mich bei diesen Bauprojekten hier am Wochenende mehr auf die Projekte, wo ihr mir Restriktionen gibt, wo ihr zum Beispiel sagt, okay, nur von dem Pack oder nur von dem Grundspiel oder nur mit dem und dem und dem Pack, aber bloß keine CCs und sowas. Weil das ist halt für mich dann auch nochmal so eine kleine Challenge und Bauherausforderung. Ja, ich werde mich heute an das Schlafzimmer begeben. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mit der Form so mache. Ich überlege, ob ich vielleicht mal eine etwas andere Form mache, dass man mal wirklich was hat, wo man sagt, okay, das ist mal was ganz anderes. Zum Beispiel sowas, so für ein Schlafzimmer. Reicht ja eigentlich von der Größe her, ne? Obwohl ich das dann vielleicht hier tatsächlich sogar so ziehen will, dann ist es nochmal gleichmäßiger. Oder ich ziehe das alles noch eins größer, also eins mehr nach da, eins mehr nach da. Eins mehr nach da. Das liebe ich ja an diesem Bausystem hier bei Sims 4, muss ich sagen. Ja, das ist doch eine angenehme Größe. Das liebe ich an dem Bausystem bei Sims 4. Wobei ich das ja, glaube ich, doch wieder etwas... Ja, so ist gut. Dass man da einfach den Raum anklicken kann und dann mit diesem Pfeil die komplette Wand verziehen kann. Das finde ich spitzenmäßig. Finde ich ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen. So, ja... Ich denke mal, Außenwände würde ich, glaube ich, eher weniger machen. Oder ich zeige euch mit einer Außenwand, wie ich das jetzt gedacht habe, wie man das bauen könnte. Wie man das einfügen könnte, so. Was nehmen wir denn da jetzt mal? Nur aus dem Grundspiel. Haben wir das ja auch in einer helleren Farbe? Ja, das haben wir auch in so einem Grauton. Würde ich da jetzt aber, glaube ich, eher weniger nehmen. Was machen wir denn da mal? Haben wir vielleicht hier ein schönes Mauerwerk aus dem Grundspiel? Sowas können wir natürlich auch... Obwohl, ich bin immer nicht so der Fan von solchen Wänden draußen. Haha, jetzt fängt es schon an. Wir könnten auch ein Holzhaus machen. Nein, stopp, das ist falsch. Oder sowas hier. Das ist eigentlich ganz nice, oder? Aber das entspricht nicht dem, was ich ursprünglich geplant hatte. Mach mal das hier. So, dass so bis dahin die Außenwand gehen würde. Dann würde ich zum Beispiel hier ganz gerne ein großes Fenster reinmachen. Ich kann jetzt eigentlich auch mal filtern, Basisspiel, so. Das macht mir das Ganze ein bisschen leichter. Jetzt habe ich hier natürlich auch noch die Sachen mit blauem Schraubenschlüssel drin. Da mache ich einen Bogen drumherum, denn das ist Custom-Content, das ist der CC. Und ich glaube, das ist jetzt neu gekommen mit dem Update, mit dem letzten, ne? Da sind nämlich ein paar neue Sachen reingekommen. Nanu, warum passt sich das nicht an? Das ist ja hier eine Unverschämtheit. Warum passt sich das denn nicht an? Ich verstehe es nicht. So, ich möchte das aber so machen, glaube ich. Oder machen wir es doch so mittelhoch? Mittelhoch ist ansonsten auch eigentlich immer ganz schön. Wie hoch ist das denn? Warum passt sich das denn nicht an? Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil ich den Moff-Jacks ist auch gut. Vielleicht, weil ich den Sheet anhatte? Nee, nicht wirklich. Was schreibe ich denn hier heute zusammen? So.
Sowas ist auch schon. Guck mal, das passt sich an. Warum haben sich denn... Guck mal, das passt sich wieder auch nicht an. Was ist denn da? Jetzt passt sich das auch nicht. Was ist da los? Was ist da los? Es lässt sich halt irgendwie auch nicht drehen. Das ist interessant. Jetzt geht's auf einmal wieder. Das finde ich natürlich sehr schön, weil dann kann man das da auch so... Dann kann man da auch nochmal was reinstellen. Aber ich glaube, ich bin dann... Jetzt geht's. Interessant. Wir gehen aber mal zu den mittelhohen Fenstern. Machen wir es eher ein bisschen rustikaler, dann machen wir hier eine so eine offene Seite. Wie sieht das aus? Nee. Ich mag das immer ganz gerne, wenn man einen so einen großen offenen Bereich hat. Muss ich ja sagen. Ich habe es grundsätzlich eigentlich immer eher mehr mit diesen moderneren Schlafzimmern, wenn ich ehrlich bin. Das hier wäre jetzt so meine Idee, meine erste für ein Schlafzimmer. So, gucken wir mal, was wir hier reinbauen. Ich hänge erstmal eine Lampe auf, dass wir schon mal Licht haben entsprechend. So, jetzt haben wir gerade Nachmittag. So, ich hänge jetzt erstmal eine Lampe auf. Da ist mir jetzt auch wurscht, was ich aufhänge. Hauptsache, wir haben jetzt gerade erstmal Licht. Dann nehme ich jetzt mal eben die hier, weil die gibt gutes Licht. Die kommt natürlich hinterher wieder weg, weil das ist CC. Die dient jetzt wirklich nur als vorläufige Lichtquelle. Okay, vielleicht eine recht schlichte Wand, wo man dann aber auch noch so Farben reinnimmt. Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen zu bunt. Lass uns mal gucken, was wir hier machen könnten. Was ist das für eine Wand? Die sieht komisch aus. Ach, das ist auch im Grundspiel drin. Man verliert so ein bisschen den Blick für die Sachen, die man so alles, also was man so alles im Grundspiel drin hat, finde ich. Man könnte zum Beispiel... Hier mit in dem Braun oder auch in dem das dunklere Braun finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Könnte man zum Beispiel die Wand machen. Ich bin mittlerweile echt ein Fan geworden davon. Oder vielleicht die auch noch. Ich bin mittlerweile echt ein Fan davon geworden, dass man die Wände tatsächlich zweifarbig macht. Dass man... Und da bestimmt auch irgendwo ein ganz schlichtes Weiß. Ja, genau. Dass man halt die eine Wand so macht und die andere Wand so. Das gefällt mir mittlerweile wirklich richtig gut. Gucken wir mal hier rein. Das kann man natürlich auch alles noch ändern mit der Zeit. Das ist natürlich, das ist völlig klar. Wenn wir jetzt hier irgendwas so machen, dann heißt es nicht, dass es automatisch so bleibt. Das definitiv nicht. Ja, bei den Teppichen werde ich wahrscheinlich wieder nicht fündig. Ich finde diese Teppiche, die es in diesem Spiel standardmäßig gibt, wobei der hier eigentlich sogar noch geht. Aber die Standardteppiche in Sims sind echt nicht unbedingt meins hier in Sims 4. Muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Deswegen bleibe ich tatsächlich dann auch meistens... ernsthaft? Die sind bei... Okay, gut zu wissen. Deswegen bleibe ich dann tatsächlich auch meistens beim Holz hängen. Ihr seht auch, wie viele Custom-Content-Holzböden ich habe, weil ich einfach die Holzböden liebe. Das hier ist zum Beispiel eine sehr schöne Variante, wo ich sehr schade finde, dass es die nicht noch in anderen Farben gibt. Muss ich mal gucken. Vielleicht setze ich mich da mal dran und mache da mal was. Ich wollte nämlich auch schon länger mal eigenen Custom-Content machen. Ich muss mich dann nur erst nochmal wieder dran setzen. Es ist gar nicht so schwer, wie viele immer denken. Zumindest, wenn man keine neuen Meshes, keine neuen 3D-Gitternetze erstellen will. Aber man muss sich halt so ein bisschen reinfuchsen, das schon. Ich würde das gerne diagonal machen. Aber man kann leider den Boden nur komplett drehen. Und dann würde ich, glaube ich, hierzu tendieren. So, also alles das, was ihr hier jetzt gerade seht, ist rein vom Grundspiel bislang, außer wie gesagt den Lampen. So. Die Tür, die hauen wir mal hier hinten rein.
Da würde ich jetzt, glaube ich, zu dieser tendieren. Was haben wir hier noch? Ah nee, die sind alle dann so groß und man kann durchgucken, außer bei der hier. Und das ist keine Schlafzimmertür. Schade, dass das hier... Machen wir das vielleicht so? Da kriege ich die Tür mittig. Oh, ich bin so ein Ordnungsfanatiker, was sowas angeht. Okay, gut. Gucken wir mal bei den Betten. Da ist doch auch ein neues dazugekommen. Lasst uns mal schauen. Genau, dieses hier, Doppelbett Killer Queen, ist neu reingekommen. Jetzt mit dem letzten kostenlosen Update, was übrigens auch euer Origin automatisch gezogen hat. Also da müsst ihr dann nicht nochmal mehr beachten. Das können wir uns eigentlich gerade mal angucken. Und das ist schön. Das passt jetzt vom Stil hier nicht rein. Aber ich finde es cool. Auch wenn man vielleicht so eine Ritterburg bauen würde, dann würde es da ganz gut wirken eventuell. Okay. Aber gucken wir mal. Was haben wir hier für Betten, die kein CC sind, die hier gut reinpassen würden? Das ist, finde ich, überhaupt nicht passend. Das ist viel zu altbacken. Dieses hier könnte man nehmen, dieses hier könnte man auch nehmen, wobei nur ist auch schon wieder. Das hier finde ich halt immer sehr cool, aber es ist schon extrem modern. Das hier wäre schön auch. Traumhaft rustikal. Aber ich will auch keine Sachen nehmen, die man sich hier mit einer Karriere freischalten muss, wenn ich ehrlich bin. Das ist toll, aber das ist CC. Was haben wir denn hier für Farben? Das hat schon auch was. Rot passt sowieso immer gut zu Braun, finde ich. Also das wäre eine Variante. Von dem Betty bin ich an sich immer nicht ganz so der Fan. Wobei das in dem Schwarz oder so gar nicht mal schlecht aussieht. Das könnte man ja auch mal so machen. Dann würde ich aber, glaube ich, bei dieser Wand hier... Haben wir bei der Wand auch so einen leichten Grauton? Dann würde ich das vielleicht sogar fast so machen. Oder man macht halt nur die eine Wand grau. Oder man macht das hier hinten grau und macht die eine Wand weiß. Finde ich jetzt auch nicht. Also, manch einer mag sagen, oh mein Gott, was tust du? Ein buntes Schlafzimmer, was zur Hölle? Aber tatsächlich mag ich sowas eigentlich immer recht gern, wenn man halt so ein bisschen Abwechslung reinbringt. So, warum ist jetzt mein Filter schon wieder raus? Grrr. Was zur Hölle? Die gibt's aber doch noch nicht schon seit immer, oder? Nein. Das wäre mir jetzt auch neu. So, bei Schmucktischen. Oh, ich liebe dieses Tischchen. Darf ich aber auch nicht nutzen. Das ist von Peacemaker. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich finde es jetzt gerade nicht schlimm, dass ich es so bauen muss und mich zurückhalten muss. Wie gesagt, ich finde, es ist mal eine coole Challenge, regelrecht. Es ist für mich eine kleine Challenge und das finde ich toll. Ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf. Na, da kann ruhig so ein kleiner... Das kann ruhig in dem ganz strahlenden Weiß sein. So, das hätte ich jetzt gerne so ungefähr im selben Abstand auch auf der anderen Seite. Ich glaube, das passt halbwegs, oder? Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Auch da bin ich immer noch so Fan vom Klassischen, dass man wirklich auf jeder Seite ein Nachttischchen stehen hat. Auf beiden Seiten so eine Lampe muss gar nicht unbedingt sein. Aber so ein Nachttischchen finde ich dann doch schon recht wichtig. Okay, ich habe jetzt wieder die Filterung nicht drin, ich weiß, aber... Ich finde es auch gerade ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Weil ich das jedes Mal wieder neu reinmachen muss. Oh, das wäre schön. Das könnte man vielleicht auch noch irgendwo so... als kleinen Akzent mit reinnehmen. Oh Gott.
Okay, ich mache jetzt doch nochmal einen Filter rein. Irgendwie haben wir gar nicht so viele Lampen im Basisspiel. Kann das sein? Sowas hier vielleicht anlesen. Die ist schön von der Farbe. Die hier, die ist mir einfach schon wieder zu bunt. Das könnte gehen. Gut, mach mal das mal rein. Oder man macht da... Ach nee, eigentlich da lieber. Und dann können wir hier irgendeine Deko hinstellen. Vielleicht einen Bilderrahmen. Oder ein Blümchen. Was haben wir denn da so an Blumen? Ja, ihr seht auch, bei meinen Blumen ist haufenweise Custom-Content drin. Das ist auch hübsch. Ist das nicht auch neu dazu gekommen? Kommt mir gerade auch recht unbekannt vor. Ich hätte ja eine Idee, was wir da hinstellen können. Ich muss es nur mal eben finden. Schade, dass ich das hier nicht so groß ziehen kann, wie ich zum Beispiel jetzt Beziehungsleisten und sowas und das Inventar. Das kann man ja alles größer ziehen. Schade, dass das nicht hierbei auch so geht. Wo ist sie? Da ist sie. Und dann hier vielleicht die blaue. Würde ich jetzt nicht unbedingt die weiße nehmen oder die rosane. Oder ist das dann wieder zu süß? Die blaue ist halt neutrale. Wir nehmen mal die neutrale. Okay. Jetzt weiß ich nur wieder nicht, was ich hier hinten noch hinstellen kann. Hier in einer Ecke könnte ich auch noch eine größere Blume hinstellen. Die gefällt mir nicht. Von der Wuchsform. Die finde ich halt immer mega nice. Auch vergrößert wirkt die richtig cool. Die könnte man ansonsten vielleicht auch hier ganz gut noch irgendwo hinstellen. In groß. So, hier bekommt sie richtig schön viel Licht. Steckt nicht irgendwo drin. Können wir auch gerade direkt mal noch gucken. Teppich wäre eigentlich hier nämlich auch ganz nice. Vielleicht lieber was Einfarbiges oder sowas. Oh, guck mal. Das passt doch perfekt. Guck mal, das ist genau dasselbe, wie das Bett ist. Und dann vielleicht einfach rumgedreht die Farben. Das ist doch ganz cool, oder? Man könnte auch so zwei übereinander legen. Oh, schaut mal, das wirkt doch nice. Das finde ich echt schick. Dann könnte man aber auch noch etwas drehen, dass das auch nicht so, dass das nicht so ganz gerade aussieht wie abgemessen. So finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, ja. So sind wir doch schon auf einem ganz guten Weg, finde ich, hier für das Schlafzimmer. Aber ihr Lieben, ich möchte mich für heute erstmal von euch verabschieden. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Morgen sehen wir uns wieder, dann wird weiter gebastelt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!